Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil vom Ratzeburg. Ja, Arbeitstitel muss man es nennen. Ob das später so bleibt, weiß ich noch nicht. Aber auf alle Fälle moin. So, was gibt's Neues? Ich habe ein paar Sachen gebastelt, um ein bisschen Ordnung hier reinzukriegen. Und alle Gleise der ersten Hälfte der Anlage liegen und sind fast alle gealtert. Eins muss ich noch. Ich wollte nur keine neue Farbdose aufmachen. Ich gebe euch mal einen Überblick erstmal über die Gleislage. Links ist dann die Erweiterung oder spätere Erweiterung geplant. Und ja, man sieht die ersten Gebäude stehen, damit man mal so einen Eindruck kriegt, wie das mal werden soll. Ich hoffe, ich wackel jetzt nicht zu doll. Und nimm mal die lange Seite. Da kann man sehen, dass alles da liegt, wo es hingehört. Ja, und natürlich jede Menge Rollmaterial steht auch schon drauf, sobald die ersten Gleise liegen. Nachher gibt es dann auch ein kleines Fahrvideo hinterher. Zumindest so, wie es auf den eingeschränkten Möglichkeiten jetzt machbar ist. Ja, die alte Rokokreuzung eingepasst. Ist, glaube ich, ganz gut geworden. Ja, probeweise liegt dann da auch mal so eine Art Bahnsteig, um sich vorzustellen, wie es später mal wird. Und auch da hinten liegt so ein angedeuteter Bahnsteig. Dann habe ich angefangen aufzuräumen, zumindest so ein bisschen. Nicht nach da unten gucken, da ist noch nicht aufgeräumt. Aber hier kann man schon sehen, das Tablet ist da, eine der Mäuse ist da. Und das Ganze hat die Bewandtnis, das hier ist eine Schublade. Ich habe mir eine Schublade gebastelt, um die 21 WLAN und so weiter alles da drin unterzubringen. Das ist praktisch wie so ein Kommandopult. Ja, ich habe mich entschlossen, deswegen ist das Tablet wieder da, eben diesmal meine Weichen digital zu schalten. Ich hatte vorher ja das Stellpult. Ich habe mir einen 8-fach-Decoder bestellt, der motorische Weichen schalten kann, angeblich. Wollen wir mal gucken, was das so wird. Und dann mit der Z21-App werde ich dann mal versuchen, ob ich das hinbekomme. Aber dazu gibt es dann ein extra Video. Da muss ich mich auch erstmal einfuchsen. Ja, links einmal durch den Festanschluss bedingt die Kabelmaus. Und da links Betrieb ist mit Stumpfgleisen und rechts auch, ist da hinten dann die kabellose Maus, mit der ich mich ein bisschen besser bewegen kann. Ja, Elend. Es sieht immer noch aus wie Kraut und Rüben. Und die Reste vom Anlagenabbau und ähnliches liegen hier auch noch überall gestapelt rum. Aber wenn ich mal besser zu Fuß bin, dann wird das auch aufgeräumt. Im Augenblick ist das nicht möglich.
Ja, soweit ein erster Eindruck, was ich vorhabe, wenn ich spiele in der nächsten Zeit und was ich bis jetzt in so hingebogen bekommen habe. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und vermittelt ein bisschen den Eindruck von den großen, schweren Modellen.